Hallihallo, heute geht es um die parallele Molltonart von C-Dur. Wir hatten ja diese Übung mit den Tonleitern, den Akkorden in C-Dur. Und das wollen wir heute ausprobieren in der parallelen Molltonart von C-Dur. Die parallele Molltonart von C-Dur ist A-Moll. Wie kommt man von C auf A-Moll? Wenn wir die C-Dur-Tonleiter hernehmen, haben wir 8 Stufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C ist die erste Stufe, D die zweite Stufe und so weiter. Dann schauen wir mal, wo das A ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also die sechste Stufe ist A. Also immer die sechste Stufe von einer Dur-Tonleiter ist die parallele Molltonart. Andersrum. Wenn wir vom C eine kleine Terz nach unten gehen, sprich drei Halbtonschritte, 1, 2, 3, landen wir auf der parallelen Molltonart, auf dem A-Moll, auf dem A. Also immer drei Halbtonschritte nach unten gehen, so kommt ihr auf die parallele Molltonart oder die sechste Stufe. Okay, die parallele Molltonart. Bei der parallelen Molltonart ist das Besondere, sie hat die gleichen Vorzeichen wie die zugehörige Dur-Tonart. Im Fall von C-Dur 0 Vorzeichen, 0 Kreuze, 0 B, lauter weiße Tasten. C, D, E, F, G, A, H, C. So, das heißt, wenn wir jetzt auf A anfangen, A-Moll hat die gleichen Tasten wie C-Dur, nämlich lauter weiße. Also, wir spielen vom A bis zum A. Die Töne, die weißen Tasten, dann haben wir die A-Moll-Tonleiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Töne heißen A, H, C, D, okay? Der Fingersatz von der Tonleiter ist der gleiche wie bei der C-Dur-Tonleiter, nämlich 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Rückwärts 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Linke Hand. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Wie kommen wir auf die Akkorde? A-Moll-Akkord. Stufe 1, Stufe 3, Stufe 5 gleichzeitig gespielt. So, Umkehrung nach oben. Aus dem tiefen A machen wir ein hohes A mit 5, 3, 1. Aus dem tiefen C machen wir ein hohes C. Zweite Umkehrung. Finger 5, 2, 1 und rückwärts. Mit der rechten Hand die Akkorde. Runder Akkord, erste Umkehrung, zweite Umkehrung. Rückwärts, zweite Umkehrung, erste Umkehrung, runder Akkord. Okay? Wir machen wieder unsere Rhythmik, indem wir die Grundtöne als Viertelnoten spielen. Dazwischen als Achtelnoten. Lang, kurz, kurz, lang. Kurz, lang, kurz, 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 lang. Und links die Akkorde dazu als Viertelnoten. Und andersrum. Mit der rechten Hand machen wir die erste Umkehrung von A-Moll, wäre dann so C, E und A, wobei mir das E mit dem Zweier spielen ganz wichtig. Und mit links spielen wir die Tonleiter dazu. C-Dur. A-Moll.
Okay, probiert die Übung aus. Zuerst A-Moll, dann Kombination mit C-Dur. Okay, also viel Spaß, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.